Ein Interview quasi, wo wir bei deinen Anfängen loslegen quasi, wie Ja. alles richtig begonnen hat. Und da wäre meine erste Frage an dich: Woher kommt Roland Tschirlok? Wie fing alles an? Ja, also mein Name kommt aus Polen, Schlesien. Ich bin da geboren 1967 am 30.11. und in Oppeln, also Opole heißt das jetzt. Das war früher deutsches Gebiet. Und dann quasi nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das quasi Polen. Aber meine Eltern, also mein Vater, also Karl Ignaz, meine Mutter Hildegard, also sind Deutsche. Und ich bin da quasi so als deutsche Minderheit aufgewachsen und bin dann mit 14 nach Deutschland gekommen. Und ich habe schon immer so gerne Muskel gehabt halt, ne? Obwohl, ja, ich habe auf dem Bauernhof gearbeitet. Wir haben einen Bauernhof gehabt und wir haben viele Tiere gehabt und da habe ich schon mitgeholfen. Und mir hat immer schon so eine Arbeit mit Tieren, auch körperliche Arbeit Spaß gemacht. Irgendwie was schleppen und alles körperlich, was so körperliche Betätigung. Da war ich vielleicht 6 und habe ich das schon angefangen. Ne? Wo ich 6 Jahre alt war, musste ich schon mithelfen, weil wir haben einen riesen Bauernhof gehabt. Ich habe noch 5 Schwestern, 3 Brüder, wir waren 9 Kinder. Ne? Und dann meine Eltern, da mussten wir auch mithelfen. Also konntest du schon nicht da irgendwie sagen, ich mache jetzt nichts. Ne? Hat jeder irgendwie eine Aufgabe gehabt. Da habe ich auch schon, ich weiß ganz genau, mit 6, 7 habe ich schon mitgeholfen auf dem Bauernhof. Ne? Und das hat mir mega Spaß gemacht, auch dieses Körperliche, immer das Schleppen. Ich habe immer so Eimer geschleppt mit Wasser, links und rechts, jetzt war 10 Liter, ne? Weil wir haben Schafe gehabt, 120 Schafe haben wir gehabt. Und da musste ich zweimal am Tag den Schafen das Wasser immer bringen. Ne? Aber wir haben da keine Wasserleitung gehabt. Da bin ich immer so einen weiten Weg hin und her gelaufen, glaube ich. Deswegen habe ich so einen dicken Nacken gehabt damals. Also anschließend, ja, ich habe immer als Kind habe ich immer die Eimer getragen. Weißt du, musste ich immer die Schulter so anheben, weil ich war zu klein und dann quasi diese Griffe. Dann hätte ich die Eimer halt auf den Boden geschliffen und immer 10 Liter pro Seite, also quasi 10 Kilo, ein bisschen mehr wie 10 Kilo. Mit dem Metalleimer. Ne? Da habe ich das zweimal am Tag immer gemacht, morgens und abends. Gell? Und ich weiß gar nicht wie viel, aber 120 Schafe, ich wusste gar nicht mehr, wie viel Eimer das waren, aber die trinken ja einiges. Ne? Und das habe ich dann immer so geschleppt und das hat mir richtig Spaß gemacht. Ne? Dann den Nacken so hochgezogen und dann die Eimer geschleppt, dann wieder den Nacken runter wieder und dann immer hin und her. Und das habe ich schon als Kind damals so gemerkt, dass ich so körperliche Arbeit liebe und dass ich, auch wenn ich schwitze, dass ich die Anstrengung brauche. So hat das alles angefangen, glaube ich. Wie war das für dich damals als Kind in Polen? Hattest du Probleme wegen eurer deutschen Herkunft? Ja, das würde ich schon sagen. Ja, also wir haben da auf dem Land gewohnt. Also so von Oppeln, von der Großstadt, sind es so 14 Kilometer. Das war dann schon ein bisschen ruhiger, aber wenn du so in die Stadt gefahren bist oder so in der Schule und so, also hat man schon gemerkt, wir wurden so quasi, ja, nicht so geliebt. Ja, so ähnlich wie die Kurden in der Türkei, glaube ich. So ähnlich, ne? Weil wir waren ja die deutsche Minderheit, die Nazis, ne? Die Polen angegriffen haben, viele Polen umgebracht. Und man kennt ja die Geschichte, ne? Und was kann ich dann für einen Hitler, was der für einen Scheiß da angestellt hat, gell? Da kann ich ja nichts für, meine Eltern auch nicht. Mein Vater war damals, ist 33 geboren, der Krieg ist da dann 39 ausgebrochen, ne? Da war der gerade 6 Jahre alt, hat ja mit Krieg gar nichts zu tun gehabt. Da war ja noch Kind. Ne? Meine Mutter ist 37 geboren. Die war dann damals 2 Jahre alt. Also meine Eltern können auch nichts dafür. Und da wurden wir quasi schon, also wir haben das schon gemerkt, dass wir halt nicht so beliebt sind da. Ja. Also wir dürften auch nicht Deutsch sprechen, weil meine Eltern sprechen Deutsch. Also klar, mein Vater, seine Muttersprache war Deutsch, meine Mutter dann auch. Also die war dann schon, wo der Krieg anfing, da war sie 2. Aber es wurde dann quasi auch dann verboten, Deutsch zu sprechen zu Hause. Es gab Familien, die das doch sogar gemacht haben, die da ein bisschen abseits so gewohnt haben. Die konnten beide Sprachen, die konnten Polnisch und Deutsch. Aber wir haben kein Deutsch gesprochen. Also deswegen meine Eltern, das war verboten, dass wir da Deutsch sprechen. Und deswegen meine Muttersprache war dann quasi Polnisch und Russisch. Ne? Ich habe 5 Jahre Russisch gelernt in der Schule. Aber wie gesagt, meine Eltern, ihre Muttersprache, das war Deutsch. Deswegen, ich muss noch mal ganz kurz dazu was sagen. Ich bin da 1982 hierher gekommen, da war ich 14 und habe sofort meinen deutschen Pass bekommen. Ne? Das wäre jetzt Und konnte aber. Ach so. das wär meine nächste Frage sogar gewesen. Okay. Wie und wann du dann nach Deutschland gekommen bist und Ja. warum? Also, ich bin da 1982 hierher gekommen. Meine Eltern sind schon 1980 gekommen mit 3 Schwestern.
Und die sind eigentlich so auf einen Besuch hierher gekommen, zu meinem Onkel damals. Da war Doktor hier. Und der hat sie dann eingeladen. Die sollten eigentlich nur zu Besuch kommen. Und die sind dann auch nicht mehr zurückgekehrt. Also die sind quasi hier geblieben. Und das war quasi dann 2 Jahre später, war das so eine Familienzusammenführung. Da sind wir dann quasi nachgereist. Ne? Da war ich ja 14. Wo die weg sind, war ich 12. Ich habe noch 4 jüngere und 4 ältere Geschwister. Und da habe ich mich schon gefreut, ne? Oh, endlich Deutschland, ich Deutsche, ne? Und endlich mal, ja, habe ich meinen Pass, Deutsch, konnte aber kein Deutsch. Da war ich auch mal Polacke hier wieder. Also, ja, ist ja klar, ne? Ich konnte ja nur Russisch und Polnisch, ne? Und das ist ja klar, da haben die, was will dieser Polacke hier überhaupt, ne? Der sagt, der ist Deutsche und kann kein Deutsch, ne? Und das war dann echt eine harte Zeit. Ich würde sagen, so das erste Jahr. Aber ich war dann 2 Jahre im Internat, so 82 bis 84. Da war ich im Internat, da habe ich halt Deutsch gelernt. Und also ich muss echt ehrlich sagen, das ging relativ schnell. Nach einem Jahr konnte ich schon fließend Deutsch. Habe dann Englisch auch dabei gelernt. Also ich habe beide Sprachen da. Also ich habe dann Russisch gekonnt, also, dann Polnisch. Dann habe ich noch Deutsch gelernt und Englisch gelernt, ne? In der Schule halt 2 Jahre. Ne? Quasi in dem Internat. Ja, und dann nach einem Jahr konnte ich schon fließend Deutsch. Dann habe ich mich dann schon wohlgefühlt, ne? Also war schon viel, viel besser. Aber den Dialekt, den Akzent kriegst du ja nicht weg, ne? Den will ich auch gar nicht weghaben, weil ich bin ja stolz darauf, dass ich aus Schlesien komme, dass ich auch Polnisch kann, dass ich mehrere Sprachen kann und dass ich da auch aufgewachsen bin, weil die Leute da drüben, die haben schon ein bisschen andere Mentalität wie hier. Das heißt nicht, dass die jetzt besser sind, aber ich schäme mich dafür nicht. Ich bin stolz darauf, dass ich aus Schlesien komme. Deswegen auch der Dialekt. Ich kann es auch ein bisschen versuchen, das zu überspielen oder sowas. Aber ich habe gar keinen Bock drauf. Ich rede einfach so, wie es mir gefällt. Dialekt bleibt und das für immer. Du hast ja von deinen Problemen der Heimat gesprochen. Und jetzt in der Fremde, in Deutschland, bist du zwar angekommen, warst aber noch nicht zu Hause damit. Wann war dieser Punkt erreicht, wo du gesagt hast, jetzt fühle ich mich vielleicht zum ersten Mal richtig willkommen, richtig zu Hause? Ja, wo ich dann so Freunde gefunden habe, wo ich dann mit dem Sport angefangen habe. Ich habe dann, wie gesagt, 82 gleich mit dem Sport angefangen hier. Dann habe ich erstmal Kampfsport gemacht, ein paar Jahre. Und dann gleichzeitig habe ich schon mit Gewichten trainiert. Dann irgendwann hat mir das Bodybuilding so gut gefallen, habe ich dann auch Bodybuilding gemacht. Und ja, durch dann Freunde, auch Deutsche, aber auch Ausländer, was weiß ich, Türken, Marokkaner, Jugos und deutsche Freunde, also alles Mögliche. Und dann habe ich mich dann schon wohlgefühlt, auch konnte ich dann richtig gut Deutsch sprechen, also richtig fließend und alles. Und 2 Jahre später, 84, war ich schon in der Berufsschule, habe ich schon Beruf gelernt, 3,5 Jahre Maschinenschlosser ausgelernt. Und wo ich dann in die Berufsschule bin, dann 1984, da war ich schon richtig on point. Also da habe ich schon trainiert, ne? War ich Kampfsport gemacht, aber gleichzeitig Bodybuilding. Ne? Und da habe ich schon viele Freunde gehabt. Wie gesagt, Berufsschule hat viel Spaß gemacht. Ja, die Ausbildung, als wieder viel arbeiten, Schlosser, feilen, sägen, schweißen, ganzen Scheiß. Ne? Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann das Training, dann die Freunde. Und das war richtig schon sehr schön. Ja. Kannst du dich erinnern, wo der wirklich erste Kontaktpunkt mit Bodybuilding war? War es das Nackentraining mit den Wassereimern oder was war es? Polen war ich auch schon so ambitioniert, ne? Also ich wollte da auch schon was machen. Aber da war ich ja 12, 13, 14, gell? Da habe ich schon so diese Gedanken gehabt, ne? Und habe da auch schon versucht, irgendwie so ein paar Liegestütze zu machen oder irgendwas, ne? Klimmzüge oder was. Aber da habe ich so keine Möglichkeit gehabt, jetzt mit dem Fitnessstudio oder Kampfsport oder was zu machen. Da war die Möglichkeit noch nicht da. Und dann, wo ich dann hierher gekommen bin, dann 1984, da habe ich die Möglichkeit dann gehabt und dann war das halt das erste Studio damals, Fitnessstudio, auch Kampfsport, das war damals, weiß ich noch ganz genau, das war in Langenselbold. Da gab es ein Fitnessstudio im 2. Stock und im 1. Stock gab es einen Kampfsport, habe ich da gemacht. Und das waren so die Anfänge quasi da, auch mit den Gewichten, da habe ich so mir auch so diese Expander geholt, ne, wo jeder vielleicht früher hatte. Dann die Feder da zum so drücken, gell, die habe ich dann jeden Tag mit der Feder so mal gemacht. Gell. Expander,
haben sie im Expander dann auch in die Fresse mal das Ding abgekriegt, gell? Ist ja klar, abgerutscht, das Ding hoch, papp, und dann die Dinge für die Unterarme sozusagen. Habe ich mir den ganzen Set da geholt und habe ich gedacht, jetzt geht's voran bei mir. Aber gleichzeitig habe ich schon im Fitnessstudio trainiert. Das war nur dann halt, in der Freizeit habe ich auch noch quasi dann danach habe ich immer noch was gemacht, weil das irgendwie war mir zu wenig. Ja, das waren so die Anfänge. Und mein Bruder hat mir noch eine Langhantel aus Polen mitgebracht, ne? Da hat die irgendwie selber da drehen lassen von jemand, ne? Und die hat dann ganz genau, weiß ich, das war die Stange, hat jetzt 10 Kilo gewogen, so eine die dünne Stange. Und dann habe ich noch 10 Scheiben davon bekommen, auf 5 Kilo. Das war so erste meine Langhantel, die ich dann bekommen habe von meinem Bruder aus Polen. Ne? Mit der habe ich dann so angefangen, Bizeps zu machen und sowas, Nacken ziehen und was weiß ich. Und ja, dann war ich irgendwann so stark da, was heißt stark, ja, relativ stark, habe ich da die 55 Kilo mit einer Hand hochgehoben. Ne? Also habe ich gedacht, oh Scheiße, ne? Bin ich echt stark. Aber ich habe dann so selber, glaube ich, 50 Kilo gewogen oder so. 55, also das gleiche Gewicht, was ich gewogen habe, habe ich an der Stange gehabt, die habe ich dann irgendwie gerissen. Da war ich 15 oder so, ne? Dann habe ich das mit einer Hand hochgehoben, ne? Also quasi 55 Kilo, das war jetzt nicht schlecht. Und ich war 15, ja, habe ich echt gemerkt, ich habe echt Kraft, ne? Ja. Also das war irgendwie, glaube ich, von der Arbeit auf dem Bauernhof oder so, keine Ahnung, das ist das die Genetik da von drüben, ne? Ich glaube, das liegt dann an den Wurzeln, wie beim Urs zum Beispiel, ne? Der kommt ja auch aus Polen, die Gegend, und ich glaube, es ist so die Genetik da irgendwie, glaube ich. Da sind wir schon bei der Genetikfrage. Du hast mit dem Sport angefangen, und wann war das erste Mal der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, das könnte echt was werden, ich habe eine ziemlich gute Veranlagung, beziehungsweise wie siehst du das überhaupt selbst? Hast du eine gute Genetik fürs Bodybuilding? Ja, ich habe gute Genetik, habe ich auf jeden Fall. Ja. Was zu guter Genetik auch gehört, was viele vergessen, das ist dann diese Leidensbereitschaft, dass man bereit ist zu leiden, hart zu trainieren, im Training zu leiden. Du leidest im Training, aber du empfindest Freude dabei. Weißt du, ich meine, das tut weh, das ist schwer, du schwitzt, du bist fix und fertig und du empfindest bei diesem Leid quasi Bereitschaft zu leiden, empfindest Glück quasi, dass es dir gefällt, ne? Das ist auch ein Talent, ne? Und ich habe auch sehr schmale Taille immer schon gehabt, ne? Ich habe damals Hosengröße 26 gehabt, also ich habe wirklich fast Kindergröße gehabt, aber da war ich schon 16 oder 17, gell? Ich war echt sehr dünn quasi, ne? Mein Oberarm war damals, glaube ich, was habe ich denn gehabt? 31. Dann habe ich angefangen mit den Hantel, wo mein Bruder gebracht hat, mit dem Expander. Da hatte ich auf einmal 33, habe ich mich schon voll gefreut. Ne? Und ja, die Genetik war auf jeden Fall da. Ne? Ich habe dann trainiert, bin immer größer geworden, immer breiter, immer breiter. Und bei mir ist das relativ dann schnell gegangen. Ne? Aber ich habe wirklich auch hart gekämpft. Also mein Training, das war immer so hart. Also, ich habe immer 100%, also ich habe immer so viel gegeben, wie ging. Also ich habe echt gedacht, jetzt, wenn ich jetzt umfalle, bleib liegen, dann ist Trainingspause, ne? Aber solange ich noch laufen kann, muss ich weitermachen, ne? Und ja, man muss in jedem Training Vollgas geben, ne? Ja. Und wie ich schon gesagt habe, diese Leidensbereitschaft. Weil viele, die haben super Genetik oder die haben den besten Coach oder haben die besten Voraussetzungen. Aber die sind nicht bereit zu leiden. Die erzählen dann, wie viel Hunger die haben, wie froh die sind, wenn das jetzt rum ist. Diese ganze Scheißvorbereitung, die ganzen Scheißwettkämpfe, die ganze Scheißdiät und sowas, das Scheißtraining und sowas. Also wenn du so Gedanken hast, dann kannst du auch nicht erfolgreich werden. Ich kann nur sagen, Scheißtraining. Ich konnte nicht abwarten, dass ich ins Training konnte. Ich konnte auch keinen Urlaub machen, wo ich kein Training gemacht habe oder so. Das ging gar nicht bei mir. Und ich habe mein Essen überall immer mitgenommen, schon damals. Ne? Unterwegs auf der Autobahn, da habe ich immer Kartoffeln gegessen, weil da musste ich nicht anhalten, wenn ich irgendwie schnell irgendwo hin wollte. Ne? Dann habe ich, was weiß ich, so eine Schüssel Kartoffeln gehabt. Ne? Da habe ich die Pellkartoffeln nicht mal geschält. Gell? Weil ich habe gedacht, die Haut ist auch gesund. Habe ich die Dinge so mit der Haut gegessen. Ne? Und dann immer ein Stück Fleisch, also Hähnchenbrust, dazu gebissen beim Autofahren. Ne? Ja, ich habe da keine Zeit gehabt, jetzt anzuhalten und Reis zu löffeln. Ne? Aber ich habe immer mein Essen dabei gehabt. Magerquark mitgenommen, 500 Gramm. Das habe ich so pur gegessen. Ich habe
Ich habe fast gebrochen dabei, gell? Ich habe manchmal, wo ich noch wenig Geld hatte, wo ich in der Ausbildung war, habe ich 1 Kilo Magerquark am Tag gegessen. Dann hatte ich dann 120 Gramm Eiweiß, ne? Ja, es war aber sehr günstig, billig. Ne? Und, aber ich habe Thunfischdosen ohne Ende gegessen, weil das war auch billig, gell? Und du musst auch bereit sein, das alles, ja, auf gut Deutsch gesagt, du musst bereit sein, Scheiße zu fressen. Wirklich. Damit du erfolgreich sein willst, ne? Und beißen ohne Ende. Aber nicht sagen, scheiße das, scheiß Wettkampf. Und manche Leute, ich kann das gar nicht verstehen, dass die sagen, boah, zum Glück ist die Saison vorbei. Gerade andersrum. Man muss sagen, oh, schade, die Saison ist rum, was für ein Scheiß, ne? Oh, ist schon alles vorbei, es ist schon Dezember, ne? Sind die ganzen Wettkämpfe rum. Ja, und das fängt, also der Erfolg fängt wirklich im Kopf an. Ne? Die Einstellung, ja. Was haben deine Eltern und dein Umfeld damals dazu gesagt, als es richtig ernst wurde bei dir mit dem Training? Ja, ich kann vielleicht erst mal was dazu sagen, ne? Was die gesagt haben, wo ich damit angefangen habe. Gell? Die haben gesagt, ich bin ein Vollidiot. Ne? Ich bin wirklich ein Depp. Wieso mache ich diesen ganzen Scheiß? Ich quäle mich da umsonst. Ich soll irgendwo lieber arbeiten gehen, wo ich da, was weiß ich, 10 oder 20 Mark die Stunde bekomme. Oder 15 Mark. Damals gab es noch so Löhne noch gar nicht. Aber die haben gesagt, geh doch irgendwo arbeiten, eine Baustelle oder keine Ahnung. Oder was weiß ich, Erdbeeren sammeln oder pflücken und so. Aber diese Stunden, wo du im Studio verbringst, das bringt gar nichts. Das ist der totale Quatsch, was du da machst. Ne? Erfolg wirst du sowieso nicht haben. Du verdienst kein Geld damit. Du wirst sowieso kein Weltmeister. Spar dir die Zeit und mach was Vernünftiges. Wie alt warst du, als sie dir das gesagt haben? Ja, das war eigentlich schon wirklich ganz am Anfang, wo ich dann so Hessenmeister wurde. Gell? 1986 bei den Junioren. Da habe ich 69 Kilo gewogen. Ne? Aber ich wollte auch schon da, habe ich gedacht, ich will wirklich Weltmeister werden. Ne? Aber da, ich habe 69 Kilo gehabt. Ne? Mein erstes Wettkampfgewicht war 67 Kilo, das war 1985. Das war nur so ein kleiner Wettkampf, also kein offizieller Wettkampf. Da musstest du ja so 17, 18 gewesen sein. Oder? 17, da war ich 17, ja. Da war ich 17 und da habe ich dann aber auch gleich gewonnen und so. Und da habe ich eigentlich schon den Traum gehabt, Weltmeister zu werden. Ne? Aber ich habe mich dann auch so verhalten, dass ich alles 100% so gemacht habe und dass ich auch die Ernährung durchgezogen habe, dass ich mich auch richtig ernährt habe, dass ich mein Training durchgezogen habe, dass ich alles, dass ich genug Schlaf habe, dass ich da nicht nachts rum irgendwie rumfalle, irgendwo in der Disco oder mich da volllaufen lasse oder sowas. Ne? Oder nicht geraucht, nicht gesoffen, keine Drogen und so. Und das wäre gar nicht gegangen damals, und, weil ich wollte ganz andere Dinge erreichen. Ne? Und ich wusste, dass es nicht gut ist, wenn man dann damit so anfängt. Und da habe ich dann schon so, wie gesagt, wo ich 67 Kilo hatte, 69 Hessenmeister 1986, dann habe ich mich schon so geäußert bei manchen Menschen, so Freunden, Kumpels, Familie, habe ich gesagt, ich werde Weltmeister. Ne? Und dann habe ich doch gesagt, ich werde Schauspieler, gell? Wie der Arnold und so, oder wie der Sylvester Stallone oder Jean-Claude Van Damme oder Dolph Lundgren und so, das waren so meine Vorbilder. Oder ja, Arnold auf jeden Fall. Vorbild, ne, Schauspieler. Und haben die alle gesagt, ja, du hast echt einen Schuss. Ne? Die haben gedacht, ich bin echt Vollidiot. Ne? Die haben wirklich ausgelacht. Ne? Und ich habe gesagt, ich werde euch zeigen, ne? Weil ich, das ist mein Traum. Und ich arbeite dafür und gebe alles. Und ja, und dann bin ich halt jedes Jahr besser geworden. Das war echt schön. Aber das hat also so kaum jemand, es gab schon einzelne Menschen vielleicht, die daran vielleicht sogar geglaubt haben oder das. Mir hat das schon einfach, gereicht, wenn jemand nichts Schlimmes dagegen gesagt hätte. Wenn mich jemand nicht schlecht gemacht hat oder so, einfach nur so gleichgültig. Aber Schlimmste war, wenn die das noch so ins Lächerliche gezogen haben, ne? So haben mich ausgelacht und so. Dann am besten gar nichts sagen, ne? Die waren mir noch am liebsten. Ne? Aber waren einzelne Menschen, die dann auch schon so an mich geglaubt haben, die gab es das auch. Ne? Da gab es, ja, auf jeden Fall. Ja. Ganz am Anfang war das quasi dann die Sonja Biesel. Ne? Mit der habe ich auch ein paar Jahre zusammen trainiert. Die war dann auch deutsche Meister bei den Frauen. 1990 hat sie gewonnen in der Rheingoldhalle in Mainz damals. Ich habe die Männer 3 gewonnen damals mit 86 Kilo. Und sie hat bei den Frauen gewonnen und die hat immer so an mich geglaubt. Die hat mich immer motiviert und so. Und wir haben auch ein paar Jahre zusammen trainiert.
Also sie hat das nie belächelt oder sowas, ne? Und die hat gesagt, du schaffst das, ne? Und dann war noch eine sehr wichtige Person, das war der Walter Klock damals. Der hat mich auch immer sehr motiviert und hat gesagt, du schaffst das, du wirst Weltmeister, du wirst Profi. Obwohl ich dann noch 70 Kilo hatte. Ich habe gedacht, das gibt's. Ich war auch schon so von mir überzeugt, gell? Ich habe gedacht, naja, das muss ich packen, das packe ich, weil ich habe mir auch mal Bilder angeguckt von Arnold früher oder von anderen Athleten, ne? Die waren auch früher dünn. Und habe ich gesagt, das kann ich auch schaffen. Ne? Und der Walter Klock damals, da habe ich vielleicht 70 Kilo gehabt, da war ich noch Junior, hat er gesagt, Roland, du wirst ganz große. Ich sehe das bei dir, du hast ein Potenzial und du wirst Weltmeister, du wirst Profi. Ne? Und er hat das so für mich so bestätigt. Aber im Nachhinein, muss ich echt ehrlich sagen, ich habe echt damals so gedacht, naja, ich glaube echt dran. Aber dann, wo er das so nochmal gesagt hat, habe ich gedacht, Scheiße, wo sieht er das überhaupt? Bin ich mir gar nicht so sicher, dass das überhaupt klappen kann, gell? Weil er das schon so gesehen hat. Ich meine, ich war dünn, 70 Kilo gehabt, ne? Wettkampfgewicht, ne? Und, aber der hat mich dann so motiviert quasi. Und dann die Sonja, Walter Klock, dann die Sonja Biesel und so. Und da gab es noch ein paar einzelne Leute, die das auch so gesehen haben, ganz am Anfang. Aber das waren wirklich so die wenigsten. Also die meisten haben mich ausgelacht.